Servus Leute und willkommen zurück zu CitySixL 2012. Ja, nachdem mir das Spiel gerade mal wieder abgeschmiert ist, muss ich jetzt wieder von neuem starten. Das ist dieses blöde Shader Cage Problem wieder, das ich mal letztes Mal hatte. Ich weiß gar nicht, ob ich das genau erwähnt hatte, was da war. Ist aber auch egal. Hoffe, es läuft jetzt wieder. Wenn nicht, seht ihr die Aufnahme immer wieder nicht, weil ich dann irgendwas anderes lösen muss. Was ich jetzt mache, hatte ich gerade schon begonnen, aber dann wieder abgebrochen, da mir ja das Spiel abgeschmiert ist, wie gesagt. Kann ich ja schlecht weiterbauen dann. Ich habe... Moment. Was brummt hier so gerade so? WTF. Bei mir brummt gerade irgendwas ziemlich laut. Ich habe angefangen, ein Messegelände zu bauen hier auf diesem Flughafen. Anstatt dieses Industriegebiets. Danke an die Kommentarschreiber, die mir das geschrieben haben. Es passt natürlich viel besser hier rein als so ein Industriegebiet. Das ist völlig logisch. Was brummt denn hier so? Ich glaube, das war die Post mit dem komischen Diesel-Transporter-Dingens da. Ist egal. Ja, wir bauen jetzt hier Messegelände hin, weil es hier eindeutig deutlich besser passt als dieses Industriegebiet, das wir da hatten. Ich hatte nur gerade angefangen, wie gesagt, dann, bis mir das Spiel abgeschmiert ist. Ich hoffe, es tut es jetzt nicht wieder, weil sonst habe ich wieder mal ein Problem mit dem Spiel. Gut, mit dem Spiel hat man allgemein mehr Probleme als alles andere, aber egal. Das soll jetzt mal dahingestellt sein. Das ist jetzt mal nicht so tragisch, hoffe ich zumindest. Alter, dieses Gebäude braucht doch 3 Millionen Jahre, um abgerissen zu werden, ne? Schlimm. So, hier müssen wir das jetzt machen, dass wir das irgendwie verbinden können. Das geht aber nicht anständig. Dammit. Ich muss das mal so knapp wie möglich hier bauen. Das ging doch letztens noch irgendwie besser hier. Moment. Das ging doch letztens noch irgendwie besser. Also in der letzten Aufnahme ging das irgendwie besser. Nee, so will ich das nicht. Nein, nicht so. So auch nicht. Ach Gott, Hilfe, hey. Alles ein bisschen tricky, das hier alles abzustimmen gerade. Weil das, wie gesagt, nicht unbedingt passt. Moment mal. Das ist eine Einbahnstraße in die Richtung, ne? Da mache ich das mal kurz weg. Ich weiß, der Flughafen ist jetzt gerade nicht erreichbar. Aber das ist jetzt mal kurzzeitig nicht so tragisch. Ich muss nur hier das fertig bauen. Moment. Ihr habt euren Flughafen gleich wieder. So. Einbahnstraße in die Richtung, genau. So. Das kommt natürlich wieder weg. Das war ja nur zur Entfernungsbestimmung sozusagen. Hier kann sich die Straße dann eigentlich abknicken und wenn sie denn möchte, ähnlich wie diese Landstraße da verhalten. Dass wir hier ein bisschen Abwechslung drin haben auch. Oh, keine Paths bitte. Ich wollte nur eigentlich eine gerade Straße. Danke sehr. So. Haben wir das erstmal. Das wird dann noch ein bisschen aufgefrischt natürlich. Ist momentan auch noch etwas riesig vielleicht. Bisschen. Naja, werden wir sehen, wie das wird. Ich werde das auch ein bisschen umbauen, vermutlich. Also nicht umbauen, aber so ein bisschen anders bauen, schätze ich mal. Und zwar werde ich jetzt erstmal hier durch einen rechteckigen Platz bauen. Der natürlich nicht rechteckig sein wird. Natürlich, wie immer. Da ich das ja nicht kann. Also weil die Straßen ja nicht gerade bleiben, wenn man die irgendwie so anfügt. Das haben wir ja schon öfter gehabt, das Problem. So, das ist jetzt quasi der Vorplatz für diese Messe. Hier die Straße, weiß ich noch nicht, ob ich die... Na, wohl, ich lasse mal. Ich weiß noch nicht, ob ich die so da lassen kann. Ich habe jetzt auch ein gewisses Problem. Denn diese Büros hier... Ich habe zwar hier dieses Modular Convention Center, aber da hab ich ein paar Probleme. Erstens ist das Dach von dem Zeug relativ langweilig. Im Gegensatz zu, ihr seht es ja hier, im Gegensatz zu den anderen Gebäuden, die hier so rumfleuchen, ist das ziemlich langweilig. Ich muss das also mit diesen Hallen aufpeppen, die hier noch irgendwo so rumgammeln, also die Flughafenhallen, das ja eigentlich Terminals sind, aber kann man ja ein bisschen zweckentfremden, ne? Das kann man schon zwar als Eingang nehmen für so zwei, ja, keine Ahnung, da so Shortfiller. Ich habe auch irgendwo so ein... Das ist das Main Building von dem Dingens. Ist ein bisschen riesig vielleicht. Aber das passt auch nicht wirklich hier hin. Obwohl, es würde eigentlich hinpassen, ne? Moment. Wenn wir das ohne diese Straße bauen, würde es hier vielleicht schon hinpassen. Wir müssten es allerdings irgendwie mittig bekommen, was gar nicht so einfach ist.
Das dürfte in etwa mittig sein, oder? Nicht ganz, nicht ganz. Das muss schon mittig sein, wenn dann. Wenn dann mach ich das schon mittig. Ich bin da so ein bisschen Symmetriefetischist. Das dürfte jetzt eigentlich ziemlich mittig sein. Das kann man schon mal als sowas da lassen, als. Ja, mein Overpass, der kommt dann auch mal irgendwo hin. Vermutlich. Vielleicht. Aber das Problem ist immer wieder, dieses Ding ist. Dieses Ding muss irgendwo angepasst werden. Ihr seht's ja, das muss sich irgendwie drehen. Und das ist halt das Problem. Weil man das Ding nicht wirklich effektiv drehen kann. Das ist halt das Problem, was ich mit dem Ding habe. Weil sich das nicht richtig. Weil das auch so schief ist und sich dann nicht richtig anpasst. Ich meine, das passt sich jetzt schon an die Straße an, aber der Overpass zum Beispiel tut das gar nicht. Ich weiß auch nicht, wie man das Ding jetzt drehen kann. Irgendwie konnte man die Dinger drehen. Ich weiß allerdings nicht mehr, wie das geht. Das ist halt das Problem, was ich mit dem Ding habe. Ich meine, wir haben ja zwar einen Tunnel. Und das kann ich auch alles bauen, theoretisch, aber das ist halt alles schief. Auch die Bridge hier ist schief. Das ist, wie gesagt, das Problem, was ich mit dem Ding habe. Deswegen lasse ich es jetzt hier auch dabei. In dem Sinne. Ich habe das zwar schon mal gebaut. Eigentlich ist das sowieso viel zu riesig hier, ne? Obwohl, geht eigentlich. Das Problem, was ich jetzt habe, ich mache das jetzt anders. Und zwar werde ich das jetzt einfach so bauen, dass es passt. Und zwar schief. Dann wird das zwar jetzt ein bisschen seltsam aussehen, vielleicht. Schauen wir mal. Ich baue das jetzt mal hier hin. Dann bauen wir das erstmal jetzt ohne Straßen. Die Straßen fügen wir dann danach hinzu. Denn dann haben wir schon mal das Problem nicht, dass man die Dinger richtig drehen muss. Hier seht ihr, jetzt kann man das alles anpassen, schön. Das hat jetzt keine Anbindung, aber das ist auch gerade egal. Cargo Bay Corner. Jetzt können wir zum Beispiel hier so eine Corner ransetzen. Und die passt sich auch an. Jetzt will ich nur wissen, so dreht man die genau mit Shift. So, dann kann ich nämlich hier das bauen. Hier könnte ich theoretisch eine Cargo Bay bauen. Allerdings sähe das gerade ein bisschen komisch aus. Und es muss vor allem auch auf einer Höhe sein. Hallo? Nein, das wollte ich jetzt nicht. Kann man zwar bauen, allerdings ist es nicht sehr hübsch, muss man sagen. Dieses Gebäude lasse ich lieber, da ist mal gerade das Spiel abgestürzt. Das liegt zwar, glaube ich, nicht an dem Gebäude, sondern an was anderem. Wieder an dem Shader-Cage, aber ist egal. Ich riskiere es lieber nicht. Ach ja, da ist das Corner von dem Dingens. Large Filler. Da haben wir so ein paar so Filler. Allerdings will ich die gar nicht wirklich nutzen. Ja, das ist halt der Overpass hier, den kann man nutzen theoretisch. Aber ich kann den halt nicht drehen. Ich kann ihn nur von der Höhe her verschieben, aber ich. Oh, ich kann ihn drehen, okay. Nur dann muss ich ihn von der Höhe wieder irgendwie hinbekommen hier. Ich meine, das ist alles ein bisschen suboptimal. Seht ihr hier vielleicht? Mitunter. Ist das auf der richtigen Höhe jetzt, das Ding? Jetzt wird es halt wieder ungemütlich. Ah, das ist blöd. Ich muss das erstens jetzt irgendwie mittig hinbekommen, hier das Ding. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus, ne? Das sieht ein bisschen seltsam aus. Ich habe aber da eine Idee, wie ich das vielleicht dann. Ne, das ist zu weit weg. Scheiße. Ja, deswegen mag ich die Dinger eigentlich nicht. Deswegen mag ich die Teile nicht. Das ist alles echt super blöd gemacht, muss man sagen. Also ich mag die Mods ja echt, aber ich bin auch dankbar, dass es die gibt, aber das ist echt sau umständlich gemacht. Ist er jetzt dran? Ich glaube ja, oder? Ja, jetzt ist der Overpass zumindest mal dran an dem Gebäude. Dann passt es ja. Ist sogar einigermaßen mittig. Und jetzt würde ich nämlich gerne diese Hallen nutzen, die wir hier hatten. Für die Stadtverbindung, also diese Terminals, die großen. Moment mal, wo ist denn das wieder? Das ist ziemlich weit hinten, ne? Terminal Medium, das ist das, was wir am Flughafen haben hier. Ich glaube aber, das Terminal Large wird hier nicht reinpassen, ne? War das das? Ne, das war nicht das Terminal Large, das ist ja viel zu riesig. Das war dieser Concourse Large, ne? Genau, das war das. Das sieht nämlich aus wie eine Messehalle. Da habt ihr völlig recht, das stimmt. Die kommen jetzt ein bisschen hier so ran. Ne, wohl hier machen wir lieber eine Cargo Bay ran. Kann ich die hier noch ranstellen?
Wird eng. Wird eng. Ich kann die aber hier theoretisch direkt ranbauen. Moment, ich habe da eine Idee. Das Problem ist jetzt vermutlich, dass das nicht ganz so funktionieren wird, wie ich mir das vorstelle. Aus Gründen, die ihr gleich sehen werdet. Vermutlich. Ich werde dieses Ding nicht verbunden bekommen, oder? Ich denke mal, das hat jetzt wieder keine Verbindung. Ich meine, ist ja schön und gut, dass man das so bauen kann. Aber es hat jetzt wieder keine Verbindung. Also zum Dingens hier. Ich glaube, ich brauche das Gelände auch viel größer, ne? Ich muss das mal nochmal anders bauen, tut mir leid. Aber das ist zu klein hier. Ich habe gerade schon gesagt, es ist viel zu groß, aber es ist tatsächlich zu klein. Und zwar muss das auch noch weg hier. Und dann können wir nämlich hier noch einen Zugang zur Messe bauen. Hat auch die Messe so eine eigene Haltestelle, so ein bisschen. Das machen wir dann weg. Wir haben hier hinten die Zufahrten von unserem Dorf da. Das wird jetzt ein größeres Projekt. Habt ihr vielleicht schon mitbekommen. Dann kommt auch diese einsame Farm hier weg. Da werden wir dann schauen, dass wir hier noch die Siedlung erweitern. Wir hätten eigentlich dann auch diesen Tunnel hier erstmal weiter hier durchführen lassen können, ne? Und dann hier hinten erst. Aber ich möchte den ungern nochmal bauen. Wobei, könnte man eigentlich, oder? Ich baue den mal nochmal. Dann lassen wir den hier schon rauskommen und führen den hier ein bisschen nicht als Tunnel weiter. Sondern als Dingens hier. Moment, jetzt muss ich mal schauen. Simple Tramroad ist die, oder? Nee, oder? Doch, das ist die, genau. Dann müssen wir das so machen, dass ich hier unten erstmal das noch lösche. Moment. Haben wir gleich, hoffentlich. Dann kann ich den Tunnel konnte ich doch hier gerade irgendwo bauen. Hier, genau. Dann kann ich den Tunnel erstmal hier so weiterbauen. Ganz normal. Und dann hier irgendwo hochkommen lassen, theoretisch. Hier könnte er dann hochkommen, genau. Super, passt. Dann führt er hier ran. Machen wir auch gleich. Okay, die Tram fährt jetzt irgendwie ein bisschen seltsam gerade, sehe ich da. So, dann machen wir das hier so ran. Und dann dürfte auch die Linie wieder funktionieren, weil die fährt momentan, kann ja momentan nicht hier rüberfahren. Jetzt wieder, aber gerade ging es ja nicht. Da die Linie ja unterbrochen war. Dürfte aber jetzt wieder gelöst sein. Dann machen wir das alles mal als Messegelände hier. Dann haben wir hier nämlich massiv viel Platz. Das wird auf jeden Fall, wie gesagt, was Größeres. Also, nicht wundern, das wird mal wieder ein größeres Projekt. Jetzt brauche ich nur wieder das Main-Gebäude. Das Blöde ist, ich drehe das mal lieber alles hier so. Dann richten wir das quasi nach hinten hier aus. Und mit der Front in Richtung Flughafen. Ich hoffe mal, das passt so. Wir haben hier genügend Platz. Da müssen wir dann mal schauen, wie ich das alles mache. Das ist alles noch ein bisschen unklar, sage ich mal. Und das ist hier zu... Ich würde gerne die Höhe von diesem Gebäude ändern, aber das kann ich wieder nicht, ne? Die Höhe von dem Gebäude kann ich interessanterweise nicht ändern. Seht ihr, ja, ich kann es nur drehen. Aber ich kann die Höhe nicht ändern. Ist ein bisschen blöd, aber es geht jetzt halt nicht anders. Wir müssen uns ja dem Spiel beugen und aus unöffentlichen Gründen buggt das jetzt hier wieder rum. Hä, was ist denn da los? Wieso kann ich das da nicht? Okay, wir müssen das doch anders bauen, das scheint nicht zu funktionieren. Ich fange mal mit dem Eck an. Ne, wohl, das ist eine blöde Idee, mit dem Eck anzufangen. Und mein Handy blinkt auch schon wieder, das braucht schon wieder Aufmerksamkeit. Immer dieses Smartphones, ne? Brauchen dauerhafte Aufmerksamkeit. Der Platz hier vorne ist vielleicht auch ein bisschen arg übertrieben, oder? Ich meine ja nur, der ist ja ein bisschen arg... Oh, falsch. Der ist ja ein bisschen arg groß. Ich meine, das müsste eigentlich reichen, wenn wir hier möglichst viel Platz lassen. Schauen wir mal. Wird sich zeigen, ob es reicht. Warum backt denn das jetzt hier? Warum geht das nicht? Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Irgendwie backt es hier. Ich meine, hier geht's. Und zwar problemlos. Aber hier geht's irgendwie nicht. Ja, gut, es ist jetzt ein bisschen blöd. Weil ich möchte hier eigentlich auch nicht direkt eine Cargo Bay oder sowas ranklatschen. Das sieht auch ein bisschen komisch aus. Ich wollte eigentlich schon diese Corners hier haben. Ah, das ist alles dumm.
alles dumm. Kackspiel. Nee, das ist ja teilweise halt ein bisschen blöd. Ihr kennt das ja. Wenn ich jetzt hier rumebne, mache ich vermutlich alles nur noch schlimmer, gehe ich mal davon aus. Deswegen lasse ich das mal lieber. Und mache jetzt erstmal einen Cut. Tut mir leid, dass in dieser Folge überhaupt nichts passiert ist, aber in der nächsten geht es dann wieder weiter, versprochen. Und wir sehen uns morgen in der nächsten Folge. Und bis dahin. Servus.